Mieser kleiner Holzdieb, du! Das kannst du mit mir nicht machen. Dafür wirst du bezahlen. Nein, Ross! Nein, nein! Baxter, ich hab dich gar nicht erkannt. Ich hab nur gesehen, wie jemand den armen Jock zusammengeschlagen hat. Sie können wirklich hart zuschlagen, Ross. Warum verprügelst du den armen Kerl? Wissen Sie, was der Mistkerl vorhatte? Nein, aber du wirst es mir gleich erzählen. Er wollte der Ponderosa Holz stehlen. Hat es auf das geschnittene Holz abgesehen. Dieser Bastard. Oh nein, mein Bürschchen, du bleibst schön hier. Komm her und gib es zu. Ich wollte mir nicht viel nehmen, nur genug, um mir eine Koppel zu bauen. Ich finde, wir sollten ihm deswegen keine Vorwürfe machen. Wenn er seinen Besitz in Ordnung bringen will. Warten wir ab, was Ihr Vater dazu sagen wird. Wir werden ja sehen, ob er auch so großzügig ist. Ich wollte es bezahlen, sobald ich das Geld dafür zusammen habe. Ich schwör's, Hoss. Ich werde euch was sagen. Ich übernehme die volle Verantwortung für alles. Wenn Sie es wirklich so wollen, Hoss. Bitte. Es ist Ihre Entscheidung. Baxter. Behalte das bitte für dich. Okay, Hoss. Hoss, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Naja, schon gut. Es freut mich, dass du dich um deinen Besitz kümmerst. Oh ja, ich arbeite hier so oft ich kann. Hoss, du hast mir noch mal gezeigt, wie man die Löcher für die Pfähle gräbt. Ich bewundere dich. Kann ich dir sagen, Jock. Wenn du so weitermachst, wirst du bald eine wunderschöne Farm haben. Ich mach das nur für die liebe Sally. Oh, wie geht's ihr? Die Hitze, weißt du? Sie hat's nicht leicht in ihrem Zustand. Na ja, wann ist es soweit? Wenn ich mich nicht verrechnet habe, Dienstag in 3 Wochen, schätze ich mal. Da kommt ja mein Goldschatz. Ist sie nicht wirklich entzückend? Ich kann es kaum erwarten, ihr Fohlen zu sehen. Ja, und so wie sie aussieht, wird es auch nicht mehr lange dauern. Wir machen besser die Koppel fertig. Wo sind die Pfähle? Dort drüben. Gleich neben den schweren Brettern, Horst. Komm. Ich sage dir, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich mit Sally Rennen reiten. Werde ihr kleines Fohlen trainieren und werde damit ein Vermögen verdienen. Na ja, bis nächstes Jahr ist es noch lange hin. Was machst du in der Zwischenzeit? Gelegenheitsarbeiten oder so. Du kennst mich, Hoss. Vor harter Arbeit habe ich mich noch nie gedrückt. Oh ja, Jock, ja, das kann man wirklich sagen. Ich könnte auf meinen Sieg eine kleine Anleihe aufnehmen. Oder ich verkaufe Anteile von meiner Sally. Das würde ich allerdings nur einem Freund anbieten, hm? Sag mal, Jock, hast du zufällig Farbe da? Ja, da muss noch welche vom letzten Jahr übrig sein, als ich das Haus neu streichen wollte. Ich war leider so beschäftigt, ich bin nicht dazu gekommen. Hör zu, Jock, du solltest das Holz lieber etwas streichen, bevor Pa vorbeikommt. Ja. Hey, ist das nicht der Hut von Hoss? Hoss! Guten Morgen, Mr. Cartwright. Guten Morgen. Lass ihn bloß nicht das Bauholz sehen. Ich komme, Pa. Hm.
Hier warst du also den ganzen Tag. Mr. Hoss, ich mache ein schönes Essen. Jetzt alles kalt, haben Sie ewig gesucht. Ach, ich habe hier nur Jock ein bisschen geholfen. Das sehe ich. Der arme Kerl hat so viel zu tun, er schafft das nicht allein. Ja. Du hast doch nicht etwa mein heutiges Rennen gegen Gatling vergessen, oder? Oh nein, 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 das vergesse ich schon nicht, Joe. Ich mache das hier nur schnell fertig. Ihr reitet am besten schon mal vor, ich komme hier schon klar. Und viel Glück, Joe. Nun macht schon, ich komme so, wie ich fertig bin. Hallo, Mrs. Henry. Sie sehen heute wirklich gut aus. Oh, nett, dass Sie das sagen, Hoss. Jock nimmt Wetten an, dass ich vor Sally im Ziel bin. Du wettest? Oh nein, wo denkst du hin? Jock, wolltest du nicht heute noch das Vieh in die Stadt bringen und Steuern zahlen? Oh, wie konnte ich das nur vergessen? Jock, tu es lieber gleich. Bin schon weg. Es wird nicht lange dauern. Mach's gut. Ach, Jock, wenn das Vieh einen guten Preis erzielt, bringst du mir dann ein Geschenk mit? Na sicher, Schatz. Was willst du haben? Oh, nur all das, was ich brauche, um mir einen Sonnenhut zu nehmen. Die Sonne setzt auch mir allmählich zu. Weißt du was? Ich werde dir einen schönen, fertigen Sonnenhut mitbringen. Oh, Jock, du kannst so süß sein. Sie wird mir hoffentlich auch drei Söhne schenken wie dich, Adam und Little John. Naja, ich kümmere mich wohl besser um meine Herde und danach gucke ich mir an, wie Little Joe auf Raven gewinnt. Es führt das falsche Pferd! Vorwärts heben! Vorwärts heben! Ben, du solltest langsam wissen, dass Gatling nicht zu schlagen ist. Mein Hut ist bald zu klein. Wir gewinnen nächstes Mal. Aber nicht mit Raven, mein Freund. Du brauchst wirklich einen größeren Hut, aber nicht für dein Geld. Sie finden mein... Ihr Vieh unten beim Mietstall, Mister. Danke, mein Freund, danke. Ich werde erst wieder gegen diesen Gatling wetten, wenn meine Sally in Form ist. Ihre Frau? Mein Pferd. Mister, haben Sie $2 für mich? Sie haben gerade 120 gewonnen. Was wollen Sie mit zwei lausigen Dollar? Ihr einen Sonnenhut kaufen. Ihrem Pferd? Meiner Frau. Wirklich reizend, Jock. Vielen Dank. Sobald Sally wieder in Form ist und Rennen laufen kann, werde ich dir nur noch Seide schenken. Oh, ich weiß, das wirst du, Jock. Ja, das wirst du ganz bestimmt. Deiner Frau wirklich eine hübsche Haube gekauft. Was ist denn mit dir los? Du hast doch für das Vieh einen guten Preis erzielt, oder etwa? Ich hab's verloren. Bei der Wette auf Raven. Du hast was? Damit wolltest du deine Steuern zahlen. Was soll ich nur tun mit Sally in ihrem Zustand? Und Ellen geht's genauso. Herrgott, Jock, du suchst dir einen Job. Du gehst arbeiten. Genau das wirst du tun. Aber wer wird mich denn schon nehmen? Das werden wir schon noch sehen. Du meinst, ich könnte bei deinem Paar arbeiten? Es gibt in Virginia City viele Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden. Und ich werde dir dabei helfen. Hoss, ich kann meine Farm nicht an den Steuereintreiber verlieren. Sie ist alles, was ich habe, verstehst du? Eigentlich sollte ich was tun und ich stehe hier nur rum. Ich sollte mich schämen, dich auch noch bei der Arbeit zu stören. Mach nur weiter. Doc,
Du ziehst dir jetzt deinen besten Anzug an, hörst du? Ich gehe mich waschen und dann wirst du mit mir in die Stadt kommen. Los, mach schon. Sag ihm, ich bin es nicht. Er hat sich geirrt. Chuck, du kannst nicht vor allem davonlaufen. Das ist der Pfad der Steuerbeamte. Er ist hinter meinen Steuern her. Chuck, ich habe sie schon überall gesucht. Ich habe versucht, Arbeit zu finden, Mr. Hart. Das ist wahr, Dave. Das hat er. Ja, das ist er gerade so komisch. Er sucht Arbeit und ich will ihm was anbieten. Was ist denn daran so komisch? Arbeit anbieten? Was denn für eine Arbeit? Nun, ich habe alle Hände voll zu tun mit den Minen und den Geschäftsleuten hier in der Stadt. Ich kann jemanden gebrauchen, der die Siedler und Rentscher veranlagt und das Geld kassiert. Und wie ist die Bezahlung? 60 im Monat für die Veranlagung. In 2 Monaten hat er seine Steuerschuld getilgt und danach bekommt er 2% von den Steuerschulden, die er kassiert. Sie haben den richtigen Mann, Dave. Nein, nein, wart mal, ich weiß nicht. Wenn ich an Sally und ihren Zustand denke und an Ellen, ich weiß nicht, ob ich sie so lange allein lassen kann. Natürlich will ich auch für sie sorgen. Wenn sie mich wirklich brauchen, Mr. Hart, dann nehme ich die Arbeit an. Gut, aber es ist keine leichte Arbeit, Jock. Wenn er eins kann, dann kann er hart arbeiten. Das weiß ich aus Erfahrung. Kommen Sie am besten gleich mit. Ich gebe Ihnen die Steuerbücher und eine Liste der Leute, die Sie aufsuchen müssen. Na los, Horst, nun sag schon. Was ist mit deiner Lippe passiert? Bin mit dem Besen zusammengestoßen. Kommt in den besten Familien vor. Und dann würde mich noch der Kratzer auf deiner Wange interessieren. Beim Rasieren geschnitten. Sonst noch was? Sieh mal aus. Wenn du eine Schlägerei hattest... Ich hatte keine Schlägerei. Aber wenn du mich fragst, dann ist gleich jemand in eine verwickelt. Es tut mir leid. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Wenn ihr es genau wissen wollt, ich war für Jock Henry auf Arbeitssuche. Mr. Henry draußen warten. Was macht denn Jock hier? Na ja, fragen wir ihn, ob er reinkommen und was essen will. Und du hast einen Job für ihn gefunden? Ja, das habe ich. Sogar einen sehr guten. Guten Morgen, Mr. Henley. Kommen Sie, ich mache ein gutes Frühstück. Kommen Sie herein. Danke, Hobbsing. Das ist wirklich sehr nett. Morgen, Jock. Morgen zusammen. Hallo, Jock. Jock, wann fängst du an zu arbeiten? Anfang? Ich bin seit Sonnenaufgang unterwegs. Jetzt sei still, ich hab zu rechnen. Oh. Er rechnet? Was rechnet er denn? Hab keine Ahnung. Was macht er da? Was hat er für einen Job? Er arbeitet für Dave Hart.
Er ist Steuerbeamter? Und Steuereinnehmer. Mr. Cartwright, Sie schulden dem Finanzamt von Virginia City $1,647.95. $1,600? Und 47,95, Sir. Einen Moment mal, Mr. Steuereintreiber, Mr. Henry. Seit wann wissen Sie denn etwas über steuerliche Veranlagung? Im letzten Jahr haben Sie mich gerade mal auf $375 veranlagt. Da ist Dave eben ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber da ich, Hoss sei Dank, 2% von allen Einnahmen bekomme, übersehe ich nichts. Zahlen Sie sofort? Sofort zahlen Sie? Sie sind wohl verrückt geworden! Hör auf! Mr. Cartwright, ich weiß, Sie denken bestimmt, ich sei faul und unzuverlässig. Aber dank Hoss habe ich mich geändert. Und darum bin ich auch zuerst zu Ihnen gekommen. Es ist die reine Dankbarkeit, Mr. Cartwright. Ich denke nur das Beste von Ihnen. Dankbarkeit also? Vielen Dank, Hobson. Wir sollten uns mal unterhalten, mein Sohn. Ja, Sir. Okay, Freunde. Gehen wir eure Probleme der Reihe nach durch. Fangen Sie an, Ellery. Dieser Nichtsnutz, dieser Jock Henry, hat sich tatsächlich erlaubt, meine Herde auf $15,000 zu schätzen. Das ist das Empörendste, was ich je erlebt habe, Mr. Hart. Ich stehe voll und ganz hinter meinem Assistenten Jock Henry. Wenn Sie so über die Sache denken, Mr. Hart, dann werde ich mit Ihrem Assistenten ein ernstes Wort zu reden haben, und zwar sofort. Ja, richtig, ja, richtig. Brüder, Mrs. Hart? Die Besten in Virginia City, Jock, wenn ich mal so sagen darf. Ja, genau, das sind sie. Und auf wie viel Eiern sitzen die Kleinen ungefähr? Es müssten genau 97 sein. Gut, die Zahl habe ich auch festgestellt. 97 kleine Küken hätten wir also. Küken? Es sind doch erst Eier. Mrs. Hart, es sind immerhin lebende Wesen. Sie sind genauso am Leben wie die anderen 200, die hier überall rumlaufen. Nun ja, ob Sie recht oder unrecht haben, ist egal. Dave wird es wissen. Die Hühner gehören mir für einen ganz speziellen Fonds. Das will ich nicht hören, Mrs. Hart. Ich will nicht hören, dass mein Boss die Steuerzahler betrügt. Sie mieses, kleines Warzenschwein! Wagen Sie es ja nicht so, über meinen Mann zu sprechen, oder ich mache Frikassee aus Ihnen! Ja, da ist der kleine Dreckskerl. Halt ihn, Nancy! Mit Vergnügen! Geht mal da! Seht euch die Frauen an, wie sie diesem Halsabschneider hinterherjagen. Das ist ja meine Frau. Die ist wohl verrückt geworden. Weißt du überhaupt, was dein Mann getan hat, meine Liebe? Mein Joke? Aber er ist doch ein so harmloser und schüchterner Mann. Ach, wirklich? Wer von euch beiden bekommt denn das Geld für die Eier, Sie oder er? Aber wir haben gar keine Hühner, Mrs. Hart. Und daher auch keine Eier. Wir lassen hier keine Tiere herumlaufen, bis endlich unser Baby geboren ist. Hoss! 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 Ellery, was geht hier vor? Dieser nutzlose Jock Henry besteuert uns noch zu Tod, und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Habt ihr deshalb eure Weibsbilder auf ihn gehetzt? Ich könnte deiner bezaubernden Frau keinen größeren Gefallen tun, als dir diese Schlinge um den Hals zu legen. Nun, es tut mir sehr leid. Sie wissen ja, mein Mann ist noch ziemlich neu in diesem Gewerbe, und wenn er Ihnen zu nahe getreten sein sollte... Ich weiß schon, was ich tun werde. Was Sie nicht sagen. Sie wollen sich unter dem Rock Ihrer Frau verstecken. Sie kleiner Feigling, Sie! Aber ich bitte Sie, lassen Sie doch meinen Mann endlich in Ruhe. Können Sie sich vorstellen, dass er für ungeborene Küken Steuern verlangt? Sie waren nicht ungeboren, nur noch nicht geschlüpft. Das ist etwas ganz anderes. Vielleicht erfahren wir bei der Diskussion, was zuerst war, die Henne oder das Ei. Ellen, wie kannst du nur so einen Mann ernsthaft unterstützen? Schau dich an. Sieh dir doch an, was er an Kleidung für dich übrig hat. Hat vielleicht eine von euch einen hübscheren Sonnenhut? Den hat mir Jock geschenkt. Und für das nächste Jahr hat er mir einen neuen versprochen. Aus reiner Seide, selbstverständlich.
den wir von unseren Steuern bezahlen dürfen. Worauf warten wir noch? Tun wir Ellen einen Gefallen und lynchen diesen Mistkerl. Oh nein, das werde ich nicht zulassen. Eher werde ich euch die Augen auskratzen. Ich werde euch... Oh, seht euch an, was ihr mit ihr gemacht habt. Du darfst dich deswegen nicht so aufregen. Denk an das Baby. Du solltest dich in dieser Zeit nicht mit solch unerfreulichen Dingen belasten. Damit hat er recht. Diesmal jedenfalls. Es tut uns sehr leid, Ellen. Wir werden Doc Snow Bescheid sagen, damit er nach dir sieht. Euer Doc Snow braucht nicht zu kommen. Ich will niemanden sehen. Geht endlich und lasst uns in Ruhe. Na gut, Kinder. Gehen wir. Ist ja gut, Mrs. Henry. Sie haben uns überzeugt. Ich werde selbstverständlich die festgesetzte Eiersteuer zahlen. Wie sieht's aus, Pa? Naja, wir sind reicher, als ich dachte. Oh, Doc hatte also recht? Das habe ich nicht gesagt. Er hatte also nicht? Er wollte ungefähr das Doppelte. Steuern für ungeborene Kälber, Steuern für ungeborene Küken und... Ich hab's uns eingebrockt, ich werde es auch wieder auslöffeln. Nein, das tun wir gemeinsam. Wenn Dave Hart voll hinter Doc steht, was haben wir da für eine Chance? Wenn irgendeiner mit Doc reden kann, bin ich es. Nein, das glaube ich nicht. Nicht, wenn er sich stur verhält. Wer Ärger mit Jock ist, er gehört zu denen, mit denen man Mitleid hat. Was meinst du damit, Pa? Nun, er ist träge und faul, liebt ein Leben in Müßiggang. Und Frauen wie Ellen, die haben Mitgefühl. Die wollen ihm helfen. Verlieben sich in ihn, heiraten ihn und nehmen alle Mühen auf sich. Ich glaube, dass Ellen ihn liebt. Den größten Ärger mit diesen Menschen hat man, wenn ihnen jemand, sagen wir, Reichtum und Macht zukommen lässt, dann werden sie immer unausstehlicher. Und was sollen wir jetzt tun? Nun, ich weiß, was wir nicht tun werden. Wir werden ihn nicht frontal angehen, denn wenn wir das tun, dann stecken wir noch tiefer drin als zuvor. Wie geht man also mit ihnen um? Ausmanövrieren. Vielleicht auch ein bisschen reinlegen. Ich denke, wir sollten diesen Gedanken im Auge behalten. Lasst mich nach den Jungs. Warte doch mal! Doc, Schatz, du hast dein Frühstück vergessen. Was? Ich soll mein Frühstück aus der Papiertüte essen? Vergisst du da nicht ein wenig meine Stellung, Liebes? Und sieh dir unser schäbiges Haus an. Wir werden uns eine elegante Wohnung in der Stadt mieten. Und unser Baby, das soll doch wohl auf der Straße spielen. Und was wird dann aus unserer Sally? Ich werde sie im Mietstall unterbringen. Ihr Fohlen wird dann in einem Stall aufwachsen müssen, Jock. Oh, mein Schatz, ich hatte vor, für Sally einen Trainer anzustellen. Aber Jock, weißt du, was das für Geld kostet? Geld ist kein Thema mehr. Ich bin ein rechtmäßig bestellter Vollzeitsteuereinnehmer. Jock, mein Schätzchen... Könntest du so nett sein und zu Fuß gehen? Ich brauche nämlich heute den Wagen. Natürlich, mein Liebes. Eines Tages werden wir zwei Kutschen besitzen. Ich werde mir in der Stadt einen Wagen mieten. Unser Jock hat sich schrecklich verändert. Dagegen müssen wir unbedingt was unternehmen. Oh, Mrs. Henry, das ist eine Überraschung.
Oh, können Sie denn noch herumfahren? Sie wissen doch... Ich musste einfach kommen, Mr. Cartwright. Es ist wirklich wichtig. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Oh, geht es Ihnen nicht gut? Es geht um Jock. Es ist etwas Schlimmes passiert. Hat er einen Unfall? Oh nein, es ist noch schlimmer als das. Er hat sich verändert. Er ist plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ja, das ist mir auch nicht entgangen. Ich versteh's nicht. Er war doch immer so süß und reizend. Er war immer da, wenn ich ihn brauchte. Ja. Und jetzt weiß ich die meiste Zeit über gar nicht, wo er sich aufhält. Und nicht nur das, Mr. Cartwright. Die meisten Leute hier scheinen ihn nicht mehr besonders zu mögen. Oh, Mrs. Henry, wollen Sie damit sagen, dass Sie froh wären, wenn er bei den Leuten nicht mehr die Steuern einkassieren würde? Oh, Mr. Cartwright, glauben Sie wirklich, es gibt irgendeine Möglichkeit, ihn davon abzubringen? Ja, nun ja, ich würde Ihnen gerne helfen in dieser Richtung. Ja, warum wollen Sie nicht? Warum kommen Sie nicht mit rein? Auf eine Tasse Tee und wir unterhalten uns. Ich würde gerne eine Tasse Tee mit Ihnen trinken, aber... Ich glaube, ich sollte mich in meinem Zustand doch nicht allzu viel bewegen. Oh, auf keinen Fall. Das sollten Sie wirklich nicht. Ich sage Hobbsicki Bescheid. Ich bringe Ihnen den Tee heraus. Joe! Ja, Pa? Wo ist das? Draußen. Soll ich ihn holen? Oh, nein, nein. Lass ihn nur. Das bleibt unter uns. Horst ist viel zu sehr damit beschäftigt, Jock zu helfen. Und da hast du wahrscheinlich recht. Horst bekommt eine Lektion. Er hat seinem Herzen, nicht seinem Verstand gehorcht. Und was willst du jetzt unternehmen? Kannst du dich noch an das kleine Fohlen erinnern, das es mit uns aufgenommen hat beim Rennen in Castle City? Oh, na, und ob ich das kann? Das ist gelaufen wie der Wind. Nicht viel größer als ein Pony und mager. Man würde denken, es könnte keinen Mann tragen, aber so täuscht man sich eben. Pa, das ist die Idee. Jock kann keinem Pferderennen widerstehen. Neben diesem Pferd wird Gatling aussehen, als ginge er spazieren. Little Joe, du bist so gut und arrangierst es. Gern, und wie, Pa? Mein Sohn, ich möchte, dass du das Fohlen kaufst. Der Farmer verlangt einen hohen Preis. Was soll's? Sollen wir weiterhin so viel Steuern zahlen? Na? Verstehe, Sir. Pa, du hast in deinem Leben schon vielen Leuten Fallen gestellt. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass du es so sorgfältig vorbereitet hast. Ich Fallen gestellt? Wie kannst du so etwas sagen? Joe, wo warst du letzte Nacht? Wo ich letzte Nacht war? Antworte mir nicht mit einer Gegenfrage, sondern sag mir, wo du warst. Was ist bloß los mit euch? Ist jemand zu Hause? Seht mal, Ellen ist hier. Was? Es ist Mrs. Henry. Warum gehst du nicht aus und fragst, was sie will? Warum ich, Pa? Warum? Ihr seid befreundet. Und ich bin mit dem Frühstück noch nicht fertig. Einverstanden. Pa, du gehst aber ganz schön ran. Meinst du wirklich? Mhm. Auch egal. Sie ist zuverlässig und pünktlich obendrein. Tut mir leid, Hoss. Ich will Sie wirklich nicht belästigen, aber meine Sally hat so furchtbare Schmerzen, wissen Sie, und Jock ist wieder unterwegs, Steuern kassieren, und ich bin ganz allein, und ich brauche jemanden, der mir helfen kann. Die arme Sally. Natürlich helfe ich Ihnen, Ma'am. Rutschen Sie rüber. Danke, Hoss. Ha, ich wusste gar nicht, dass du so verdammt ausgekocht sein kannst. Mein Junge, ich staune über mich selbst, aber jetzt lass uns gehen. Ellery, warte. Hol nur das Pferd aus der Scheune. Oh, Little Joe, lass ihn Almestil nicht erkälten. Decken zu mit Decke. Hobbsing haben viel Geld gewettet heute. Keine Angst. Ich hol die Pferde. Und ich mein Geld holen? Komm schon, Ben, du überlegst jetzt seit 15 Minuten. Entscheide dich endlich.
glaube, jetzt bin ich bereit, mit dir zu wetten. Und wie viel? Nun, sagen wir mal, wie wär's mit $1,000? Was hältst du von 2.000? Nun, $1,000 reichen mir. Einverstanden, 1.000. Die Wette gilt. So, komm, wir müssen unsere Strategie besprechen. Verzeihung. Richtiges Tier, nicht wahr? Bemerkenswert. Ben, das ist wirklich ein bemitleidenswertes Tier. Nicht schnell genug, um ein Rennen zu laufen, zu klein für einen ganzen Arbeitstag und nicht stark genug, um im Feld zu arbeiten. Was redest du überhaupt? Ich habe viel Geld für das Pferd bezahlt. Eigentlich habe ich es gekauft, um es gegen Gatling laufen zu lassen. Das ist eben der Ärger mit so einem armseligen Pferd. Man schließt es in sein Herz, liebt es, leidet mit ihm und geht mit ihm pleite. Hey, Jock, ich habe $500 für das Pferd bezahlt und ich will die Steuern voll bezahlen. Ich würde sie auf 50 einschätzen. Wenn ich mit ihr 1.000 gegen Gatling wette. $50? Was glaubst du, was du bist? Ein Fachmann? Wollen Sie noch mehr Geld gegen diesen Gatling setzen, Mr. Cartwright? Reden wir jetzt mal nicht vom Geld. Hier geht es um Revanche. Auf Sie! Das gilt auch für dich. Ich kann es kaum mit ansehen, wenn Sie sich zum Narren machen. Aber glauben Sie mir, Mr. Cartwright, dieser lahme Gaul ist sein Futter nicht wert. Und Sie wollen allen Ernstes sein Assessor sein? Darauf können Sie wetten. Wetten? Wetten was? Sie haben gar nichts zu verwetten. Ich bekomme ein gutes Gehalt. $60 im Monat, das nenne ich Hühnerfutter. In 12 Monaten sind das $720. Nennen Sie das immer noch Hühnerfutter? Oh nein, das nenne ich eine Wette. Oh. Sie werden doch nicht kneifen, oder? Warten Sie einen Moment, Mr. Cartwright. Sie sind der Vater von Horst, das kann ich Ihnen nicht antun. Oh, habe ich vielleicht Skrupel, es dem besten Freund von Horst anzutun? Mr. Cartwright, wenn ein Mann zu übermütig wird, muss man ihn zurechtweisen. Da bin ich genau Ihrer Meinung. Ich werde die Wette nur zu Ihrem Besten annehmen. Gut. Gehen wir rüber zur Startlinie. Nein, Mrs. Henry. Sally ist noch nicht so weit. Ich weiß nicht, Horst. Als ich fortging, scharrte sie ein Loch in den Boden und war auch sonst sehr merkwürdig. Wirklich? Es wäre furchtbar, wenn ihr was zustoßen würde und Jock nicht da ist. Ich reite am besten in die Stadt und hole ihn. Horst, jetzt warten Sie doch mal. Sie wissen doch gar nicht, wo Sie Jock finden können. Ach, Ma'am, machen Sie sich keine Sorgen. Ich hole ihn. Horst, er geht von einem Haus zum anderen, von einer Farm zur anderen. Ma'am, alles wird gut. Alles wird gut werden. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ma'am, holen Sie mir heißes Wasser. Machen Sie schon. Los doch, laufen Sie. Wenn wir einen neuen Steuereintreiber haben wollen, dann gewinnst du besser dieses Rennen. Er soll sich die ersten beiden Runden müde laufen und ich hole ihn mir dann in der dritten. Du weißt hoffentlich, was du tust. Oder du verlierst $1,720. Nein, wir verlieren $1,720. Du hängst zur Hälfte mit drin. Enttäusch mich nicht, hast du gehört? Es wird alles gut werden. Du brauchst keine Angst zu haben. Und ehe du dich versiehst,
bist du die Mutter des hübschesten kleinen Fohlens, das du je gesehen hast. Mit braunen Augen, einem braunen Gesicht. Und glaub mir, es wird genauso wie du aussehen. Es wird alles gut, Sally. Wo bleibt bloß das Wasser? Ich bin gleich wieder da, Sally. Ich gehe nur eben ins Haus und versuche, Wasser aufzutreiben. Ich bin gleich zurück. Und du rührst dich nicht vom Fleck. Eine Sekunde. Beweg dich nicht. Ich bin gleich wieder da. Du musst nur ruhig liegen bleiben. Versprichst du mir das? Ich dachte, Sie wollten mir Wasser bringen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Oh. Ma'am. Mrs. Henry. Helfen Sie mir bitte auf, was, ja? Natürlich, Ma'am. Ich habe Wasser aufgesetzt, Hoss. Aber ich glaube, das werden wir jetzt für mich brauchen. Oh, nein. Ich befürchte, dass Sie es mit Worten nicht aufhalten können, Hoss. Ja, Ma'am. Ich werde in die Stadt reiten und Doc Snow holen. Oh, nein. Wir haben keine Zeit mehr. Ma'am. Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles gut werden. Sie werden ein hübsches Kind bekommen, groß und gesund, mit blauen Augen und einem buschigen Schwanz. Ich höre Sally rufen, ich bin gleich wieder zurück. Und bleiben Sie ruhig, bleiben Sie, wo Sie sind. Bitte beeilen Sie sich. Ja, Ma'am, jetzt habe ich es wirklich mit einem Wettrennen zu tun. Und die Zeit läuft davon und ich weiß nicht, was ich zuerst mache. Da bin ich wieder, Sally, genau wie ich es versprochen habe. Alles klar, Jungs. Ich nehme eure Wetten bis zur letzten Runde an. Also denkt daran, dass ihr über 3 Runden laufen. Und das hier sind 10-1. 10-1. Eure Wetten werden eine halbe Stunde nach Ende des Rennens ausbezahlt. Wir halten Geld in Familie. Ich gebe dieselben Quoten wie der Buchmacher. Du setzt ihn auf Gatling. Und du auch. 10-1. Ja, wir halten Geld in Familie. Sally. Warum weinst du? Habe ich nicht gesagt, dass ich zurückkomme? Sie müssen jede Sekunde um die Ecke kommen, Ben. Zumindest Gatling wird kommen. Auf, Gatling! Gib ihm die Sporn, die du so geschafft hast! Gatling fühlen. Das sei nicht gut für diesen Buchmacher. Achtung, Männer, ihr habt es selbst gesehen. Gatling führt mit 2 Längen. Die Wetten stehen jetzt 20-1. Wer will setzen? 20-1. Ich gebe dieselben Quoten. 20-1. Du setzt in Gatling, du setzt in auch Gatling. Geld bleibt in Familie. Es werden immer noch Wetten angenommen. Na, wer will es wagen? Wer will sein Glück machen? Wie ungern ich dir das Geld abnehme. Ja, wirklich? Wollen wir unsere Wette um ein Halbjahreseinkommen aufstocken, Mr. Cartwright? Gern, Jock. Warum nicht noch ein volles Jahr? Das wären dann 2 Jahre. Die Wette gilt. Alles wird gut werden, Sally. Du meinst, du hast Probleme, aber Mrs. Henry hat dieselben Probleme und sie ist sehr tapfer. Ich muss zurück ins Haus, Sally, aber ich bin gleich zurück. Du bleibst ruhig liegen und pass auf das Wasser auf. Bleib ganz ruhig, ich bin gleich zurück. Ich muss nur eben für eine Minute ins Haus. Schon. Komm schon! Wir lauf, Gatling! Vorwärts, Joe! Komm schon! Zeig's ihm! 21-1, Jungs. Was ist denn los mit euch? Wollt ihr etwa nicht mehr wetten? 21-1, ich gebe auch die Quote. 21. Ihr nicht mehr wetten? Wir halten Geld in Familie. Ist alles dasselbe. 21-1 auf Gatling. Warum weinen Sie denn, Ma'am? Ich sagte Ihnen doch, dass ich zurückkomme und es wird alles gut werden. Sally ruft wieder nach mir, Ma'am. Ich muss zurück in die Scheune. Sie bleiben liegen und passen auf sich auf. Hoss, ich fürchte, ich werde es nicht verhindern können. Sicher, Ma'am. Ich bin gleich wieder zurück. Bleiben Sie, wo Sie sind und rühren Sie sich nicht von der Stelle. Ich bin gleich wieder da. Sally, warum kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Wenn du es tun musst, dann tu es jetzt. Mrs. Henry wird mich gleich wieder rufen. Sie ist schneller als du, also mach schon. Hoss,
das nur passieren. Das war das schlechteste Rennen, das Gatling je gelaufen ist. $1,000, Ellery. Und wie sagtest du noch, heißt deine Studie? Ihr Name ist Clementine. Nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, sollten wir sie in Zukunft nur altes Trauergesicht nennen. Sehr komisch. Warum so traurig sein? Wir behalten doch Geld in Familie. Hey, Joe, das war ein wunderbares Rennen. Wunderbar. Danke, Pa. Aber Pa, ich bin doch... Tut mir leid, Jungs. Das Rennen ist gelaufen. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Lasst mich in Frieden. Das Rennen ist gelaufen. Oh, vielen Dank auch. Horst! Horst! Sandy, tu nichts Unüberlegtes, sag ich dir. Tu nichts Unüberlegtes. Bleib nur da liegen und wart auf mich. Zum Teufel bist du gewesen? Sag es mir nicht. Du warst deine Steuern eintreiben, während ich deine Zwillinge auf die Welt gebracht habe. Ein schöner Ehemann bist du und einen feinen Vater wirst du abgeben. Vater? Du meinst, du hast meine Zwillinge zur Welt gebracht? Geh ins Haus und sieh selbst nach. Ah! Sei mal nicht so laut, das Baby schläft. Nur eins, wo ist mein anderes Baby? Wo hast du es versteckt? Wo hast du es hingebracht? Es ist in der Scheune, Jock. Oh, in der Scheune? Du kannst ja mein anderes Baby nicht in die Scheune bringen. Sally, Sally, ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Oh, du hast ein feines, kleines Fohlen. Es wird der Stolz der Familie sein. Und du solltest den Jungen sehen. Sally, er ist so zierlich. Ich werde ihn Hoss nennen. Hoss Cartwright Henry. Oh, Jock, damit tust du mir zu viel Ehre an. Ich muss weinen. Sie haben auch einen Grund dazu. Das stimmt, Mr. Cartwright. Wir haben ein kleines Problem, nicht wahr? Ja, das haben wir, Jock. Ich schulde Ihnen ein Jahresgehalt. Oh nein, zwei Jahresgehälter. Zwei Jahresgehälter? Tja, die hat er beim Pferderennen verloren. Es war eine faire Wette. Ich habe mit ihm um zwei Jahresgehälter gewettet, in der Annahme, er würde arbeiten gehen. Aber wenn er nicht arbeiten kann, das konnte ich ja nicht wissen. Mr. Cartwright, wollen Sie mir etwa vorschlagen, dass ich meine Arbeit aufgeben soll? Oh nein, das schlage ich ganz und gar nicht vor. Ich habe nicht um Ihr Geld gewettet, sondern um Ihre zwei Jahresgelder. Aber wenn Sie nicht arbeiten... Oh, ich wünschte wirklich, ich könnte dem zustimmen, Mr. Cartwright, aber Dave Hart braucht mich in seinem Steuerbüro wirklich sehr dringend. Jock, ich weiß, dass Dave Sie braucht, aber Ellen braucht Sie viel mehr. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist sehr unglücklich, dass Sie immer unterwegs sind als Steuereintreiber. Und dann Sally und das Fohlen und Ellen und das Baby. Sie braucht sie. Glauben Sie das wirklich? Oh, ich weiß. Ich glaube, Sie haben recht. Und soll ich Ihnen was sagen? Als ich die Arbeit annahm, sagte mir Dave, dass es sowieso nur vorübergehend sei.
Vorübergehend? Die schönen Fallen und die Arbeit waren nur vorübergehend? Danke, Mr. Cartwright. Gern geschehen, Mr. Henry. Joe, nimm deinen Hut ab. Hm? Das ist für das Baby. Und das ist für Ern. Familienbeitrag für kleines Fohlendeutsch. Gut. Sie auch etwas beisteuern, Mr. Hoss? Ich glaube, ich habe für die Ausstattung wirklich genug beigesteuert. Das glaube ich allerdings auch. Ich bringe zu Mrs. Ellen, mache ein Haus sauber und koche einen großen Topf Mulligan Stew. Gut. Ist ein guter Junge, Hopsing.